Hi Leute und herzlich willkommen zu dem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Das ist jetzt wieder so ein kleines Erklärvideo, diesmal zum Thema Bed Wars. Im letzten Erklärvideo habe ich euch Team T-Tag erklärt und jetzt Bed Wars. Wir haben jetzt schon gewartet auf Spieler und sie können hier gespawnt. Das hier ist sozusagen unser Haus, unsere Base. An dem, vorne steht unser Bett. Das sollte ich nicht zerstören, kann ich auch gar nicht mehr zerstören, kommt einfach nochmal. Weil ich bin ja der Owner sozusagen von dem Bett. Mein Freund, der baut das jetzt auch schon ein. Weil das Bett ist sozusagen unser Leben. Solange das Bett da ist, respawnen wir immer wieder hier. Aber sobald, wenn ich jetzt zum Beispiel hier runterspringe, dann dauert es kurz, dann komme ich hierher. You died. Da kann ich auch rumfliegen, sozusagen Recreative Mode. Und jetzt bin ich respawned. Das mache ich so lang, bis unser Bett nicht mehr da ist. Hier hinter ist jetzt sozusagen unsere Nährungsquelle. Hier kommen immer Materialien, Eisen und Gold am Anfang. Und das kann man dann durch Team-Upgrades, während man durch Diamante finanziert, wenn man zum Beispiel zum Diamant-Spawn geht und Diamant erholt, kann man hier Team-Upgrade gönnen. Zum Beispiel Ironforge spawnt schneller, dann kann man Diamant spawnen und man spawnt dann noch Emeralds, OSW. Und wir müssen halt aufpassen, weil Teammitglieder, die wollen natürlich unser Bett zerstören, dass sie uns killen können, wenn nicht mehr respawnen, dass sie einen Gewinn hat. Fühlen wir natürlich auch, und wegen dem müssen wir aufpassen. Und ich baue jetzt mal schnell zum Diamant-Spawn rüber. Kann ich das euch noch schneller zeigen? Ja, hier, das spawnt halt nicht so schnell am Anfang, bis man Upgrades habe. Und rechts, da kann man auch sehen, welche Teams noch leben, welche Teams Bett noch da ist. Und wenn das Bett weg ist, dann ist eine Zahl da und in der Zahl steht drin, wie viel von denen da ist. Und hier ist der Shop, da kann man reingehen und die ganze Sache kaufen, so wie ich gerade über Wolle gekauft habe. Ich muss kurz aufpassen, mein Teammitglied hat es kurz eingebaut. Jetzt da, ich glaube, gehe ich da lieber nicht drüber, der will es uns angreifen. Dann gehen wir jetzt auch in Position, jetzt bauen wir uns auch nach oben. Hast du mich runtergeschmissen? Ich bin runtergebackt. So, und jetzt bin ich gerade runtergeflogen, weil ich was im Bug. Und der Blaue, der ist jetzt über uns, wir müssen es natürlich aufpassen, dass der unser Bett nicht zerstört. Ja, dumm. Nicht gut. Wir müssen immer bereit sein, dass er runterfliegt. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein Steinschwert, da müssen wir gut aufpassen. Aha, ich hab ein Eisenschwert. Ich meine, ein Eisenschwert hat er. Sein Teammitglied kommt von hinterher. Ich baue von mal das ab, ich weiß nicht, was es mir bringt, aber machen wir es einfach. Nein, er hat mich runtergeschlagen. Und seine Mission und sein Ziel ist jetzt, dass unser Bett zerstört. Das kommt danach, sobald unser Bett zerstört ist. Kompensiert Bad, das muss ich probieren, die hier killen. Weil ich lebe jetzt ja noch, aber jetzt lebe ich nicht mehr, weil ich tot bin. Und jetzt respawn ich auch nicht mehr. Also ich bin jetzt immer so, die Runde ist sozusagen für mich vorbei. Wenn mein Freund jetzt noch leben würde, dann könnte ich jetzt einfach hier durchfliegen und zum Beispiel schauen, weil mir war rot. Hier zum Beispiel gönnen sich jetzt unser Loot und schauen uns ihre Ender Chest rein. Da kann man nämlich Sachen ablegen, kann sie in jeder Base holen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was das Spiel Modus bringt und was macht. Ich hoffe, wir sehen uns aber im nächsten Video wieder. Viel Spaß und ciao.